Hallo und herzlich willkommen zurück bei Workers News aus der Soviet Republic. Wir sind hier wieder bei unserer Kiesbearbeitung in Dragunov. Und beim letzten Mal sind wir ja, sagen wir, nach einigen Optimierungen an einen Punkt gekommen, wo wir überlegen sollten, vielleicht eine zweite Kiesverarbeitungsanlage hier in das Geflecht einzusetzen. Durch die sehr vielen Fördertürme und Förderbänder, die wir hier im Einsatz haben, wird das allerdings nicht ganz einfach werden. Ich werde vorher mal zwei, drei andere Sachen noch machen, zwei Kleinigkeiten, und dann geht's gerne weiter. Und zwar einmal muss ich jetzt mal gucken, unser Geld läuft schon wieder auf Null. Wo ist denn unser Stahlzug? Aber der ist hier gerade in der Einfahrt quasi. Der dübelt jetzt hier durch. Wir haben jetzt hier ein paar Sekunden keinen Strom, aber ich glaube, das können wir kurz vernachlässigen. Und zack, da kommt die Kohle. Wie viel haben wir? Alles klar, 200.000 Rubel, die bringen wir erstmal über den Teich. Dann wollte ich einmal in Koller vorbeigucken, ob ich hier irgendwas nachjustieren muss. Hier war ich schon die komplette letzte Folge nicht. Hier sieht unser Brückenbauprojekt so aus, als würde es allmählich zu einem Ende finden. Plattenvorverlegt kommen, alles klar. Hier, Platten vorgefertigt. Jetzt haben wir ein Platten vorgefertigt Thema. Ja, weil wir die einkaufen müssen, jetzt einen Geldmangel hatten oder was? Ey, wir hatten so kurz Geldmangel, daran kann es eigentlich nicht liegen, ne? Wie sieht's denn hier aus? Du lädst gerade Ziegel, okay. Wir haben hier Platten vorgefertigt. Ich glaube, die transportiert einfach nur gerade keiner. Das wird schon passen. Was machst du hier gerade? Du willst Kies abladen und der Kiesspeicher ist voll. Na, das lasse ich mir gefallen. Oh, cool. Das ist eine Entwicklung, die mich wieder mit einem dicken Lächeln hier zurücklässt. Na, das ist nett. Okay. Ich würde hier eigentlich auch ganz gerne bei Zeiten mal die ganzen dämlichen Wege noch kiesen. Aber jetzt, wo so viel Kies da ist, das ist so schnell gemacht. Nein, nein, wir werden jetzt nicht gierig. Wir machen erstmal hier die Bauprojekte fertig. Hier das erste Brückensegment ist fertig. Die mittleren sind, die sind sogar schon recht weit. Die sind nicht nur angefangen. Und das hier hinten, das sieht auch ganz gut aus. Okay. Dann würde ich sagen, wird es auch langsam Zeit, dass wir hier so ein paar andere Asphaltstraßen noch in Auftrag geben. Hier will ich gerne das Ding einfach mit dem Kiesanschluss machen. Und dann würde ich sagen, fangen wir hier bei dem Stück an, was nicht so viel befahren wird oder was im Moment noch wahrscheinlich noch überhaupt nicht befahren wird. Bauen wir hier Asphaltstraße und hier auch nochmal Asphaltstraße hinten. So. Dann haben wir mal das. Genau. Hier haben wir mit Fußweg hochgebaut. Hier ist auch, ne, hier ist gar kein, ach witzig, guck mal. Hier an der eigentlichen Straße ist gar kein Fußweg. Naja. Alles klar. Ich würde sagen, das reicht auch erstmal hier an Baustelle. Okay, wie viele Leute arbeiten im Moment hier in der Kohleindustrie? Wie viel Kohle haben wir? Wir haben Kohle im Speicher. Das ist gut. Wir haben da 80 Mann, da volle 15 Mann. Läuft. Und Kohleerz haben wir immer noch keinen Vorlauf. Ne? Also nochmal, ich weiß, ich sage das penetrant oft, aber nochmal, wir haben kein Problem mit der Kohleverarbeitung. Wir haben ein Problem mit der Kohleförderung. Und dieses Problem haben wir allmählich im Griff. So. Wie schaut es hier aus? Ist die Pumpe hier mal gebaut worden? Ja, ist sie. Schaut mal. Die Rohrpumpstation 2 ist fertig. Jetzt die Frage. Wir haben ja so viele Risikofaktoren, warum das hier nicht funktionieren könnte am Ende. Ja, tatsächlich. Und zwar, also was ist jetzt mein Ziel? Mein Ziel ist, das pumpt in den Tank. Und dann wird das alles hier reingefördert in den Tank. Hier soll Öl ankommen am Ende. Okay, hier ist gerade kein Strom. Kein Strom ist was, das kann ich akzeptieren. Mit keinem Strom kann ich leben gerade. Aber ich glaube, wir haben noch nichts gebaut, um überhaupt Strom zu bekommen hier, ne? Am Ende. Oder doch, hier ist ein Umspannwerk. Ich hoffe, dass ich das bedacht habe, dass es bis hier hinten auch kommt. Haben wir hier Strom? Ne, bis da muss es kommen. Und hier ist auch kein Strom. Und hier wäre Strom. Von wo kommt der? Von da. Ich glaube, es würde nicht schaden, hier irgendwie in die Mitte noch einen Stromkasten zu setzen. Machen wir das.
Haben wir noch was? Zeit lassen wir an dabei. Haben wir noch Anschlüsse? Ja, hier hätten wir noch Anschlüsse ohne Ende. Haben wir überhaupt noch nichts dran gebaut? Doch, den hier. Alles klar. Also, der ist dran. Dann könnten wir hier eine Mastenreihe setzen. Auf dem Hang. Das geht eh ganz gut. Und dann gehen wir irgendwo... Hier war auch eine Lücke, ne? Das Ding läuft, glaube ich, nicht richtig. Genau. Das heißt, wir müssen das kriegen. Ich würde sagen, bauen wir hier so einen Stromkasten hin. So. Genau. Das würde dann alles versorgen und hat auch noch so ein bisschen Luft. Und da gehen wir dann raus nach so eng wie möglich hier runter. Gerne nur einen Mast bauen, dann den anderen auf der anderen Straßenseite und dann spannen wir sie bis hier hinten. Nee, so bitte nicht. Das ist jetzt gerade nur Schönbau tatsächlich, das so und dann dahin. Alles klar, das sieht doch ganz gut aus. Beginnt sie mit dem Bau der geplanten Infrastruktur, aber den setzen wir nicht aus, den wollte ich mir das haben. Das möchte ich haben. So, das hier kann aktuell gar nicht gebaut werden und so gesehen kriegen wir auch keinen Strom hier ran. Ich würde aber gerne die Stromversorgung tatsächlich schon mal sicherstellen und dafür müssten wir hier mit den Straßen weitermachen. Ich würde sagen, wir machen hier so allmählich mal, dass die Infrastruktur zumindest gebaut werden kann, dass wir hier eine Straße mal wieder in Auftrag geben. Hier der Strom... Moment mal eben. Wieso wird denn jetzt hier keine Straße gebaut? Gut, dass wir das noch gesehen haben. So. Alles klar. Dann sind wir hier auch. Naja, ein Schritt weiter wäre vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber es geht vorwärts. Wie sieht es hier aus? Hier haben wir auch noch so ein Bahnbauprojekt. Das. Ne, komm nicht jetzt. Ist auch wichtig, müsste auch mal gemacht werden. Aber ich würde sagen, dass wir uns jetzt erstmal um die Probleme kümmern, die wir ad hoc angehen wollen. Und zwar wäre das dann das Thema Kies. Also, das wird jetzt eher eine Machbarkeitsstudie als eine Umsetzung. Also, es könnte passieren, dass wir am Ende kein zweites Gießwerk bauen. Und zwar dann, wenn ich feststelle, dass wir hier praktisch alles dafür abreißen müssten. Frage. Wir könnten natürlich auch hingehen und das einfach autark bauen. Ne? Also, wir müssen ja nicht das zweite Gießwerk auch noch hier reinlaufen lassen. Wir haben hier ein Gießwerk, was im Moment wichtig ist, weil das Beton und Asphaltproduktion für, mit anschließt, aber wir müssen ja nicht das andere mit in den gleichen Speicher laufen lassen, wo der natürlich die ganze Zeit leer ist. Also es wäre logistisch schön, wenn das ginge, ist aber nicht zwingend erforderlich. Ich habe schon wieder die Nacht nicht ausgemacht, langsam mache ich es glaube ich auch einfach nicht mehr. Wo können wir denn noch hier rein? Wir müssen von rechts hier rein. Okay, das ist zumindest eine Aussage. Auch wenn die mir gar nicht gefällt gerade. Aber Moment, wir gehen hier natürlich auch schon rein. Wir könnten auch irgendwo reingehen. Ne, das geht nicht, weil der Turm gar keinen zweiten Eingang mehr hat. Den Turm könnten wir aber ersetzen. Durch Moment, wir kommen der Sache näher. Also, ich könnte diesen Turm hier abreißen. Ich habe gefährliche Gedanken gerade. Das Problem an den ganzen Plänen, die ich nämlich jetzt hier gerade mache, ist natürlich, wenn ich den Turm hier abreiße, das ist auch ein nicht gemoddeter Turm, ne? Also ich habe inzwischen coolere Türme, aber wenn ich den Turm hier abreiße und hier die Anlage baue, ja, da muss ich ein bisschen Auto bauen, aber das würde wohl gehen. So, okay, das ließe sich machen alles. Ich glaube, angenommen, wir würden jetzt hier Platz finden, eine zweite Kiesverarbeitung hinzusetzen,
dann würde ich es auch, glaube ich, hinbekommen, die Förderung zu machen. Wir müssen dann mit Autobau Sachen abreißen und wieder neu bauen. Das ginge aber auch. Das können wir auch machen. Das Ding einfach versetzen, dass das vernünftig passt. So, jetzt nächste Frage meiner Fallstudie. Ich habe ja jetzt nicht im Übermaß Bruchstein. Also die Bruchsteinförderung, die findet ihr Ende. Und ich würde sagen, dass ich es nicht hinbekomme, aus denen hier mehr so viel Bruchstein zu fördern, dass ich hier eine zweite Verarbeitungsanlage voll auslassen kann. Das wird nicht funktionieren. Ist schon wieder der Kiesabholstau, aber zumindest ist aktuell, aktuell Kies da, ist echt geprahlt, ne? Eigentlich ist kein Kies da, wenn ich ehrlich bin. Tunnel? Es geht nicht vorwärts. Okay. Also, wir müssten schon auch noch Bruchstein ranholen. Und da hatte ich beim letzten Mal schon hier die Fläche ausgekundschaftet, ob die vielleicht was wäre. Das würde beinhalten, dass wir hier die Strecke auch stilllegen allmählich. Und ihr seht, wie ich wieder von Höchstgen auf Stöcksgen gekommen, aber das sind ja alles Themen für uns. Deswegen, ich glaube, ich fange hiermit an. So, das tut jetzt etwas weh. Aber ich würde sagen, unser Stahlzug, der fährt jetzt ab sofort mal über diese Strecke hier. Geht das schon? Der könnte hier und dann da raus. Nee, der kann aktuell dann da nicht. Das hier fehlt. Deswegen kommt er im Moment nicht dahin. Aber das wird auch gerade gebaut. Und das hier, ist das auch gerade im Bau noch? Nee, das ist nicht im Bau, weil das Bau. Ah, doch hier. Okay. Also wir sind hier sehr nah dran, das alles in Betrieb nehmen zu können, aber im Moment sind wir da noch nicht. Und eine Hauptursache ist dieser dämliche Dreckskacktunnel. Wo fährt er gerade hin? Ich komme gleich wieder zurück zum Thema Kies, keine Sorge, ich habe es nicht vergessen. Er fährt gerade zur 989. Hier irgendwo, das hier. Achso, das ist noch gar nicht fertig, hier fehlt noch ein Anschlussstück, okay. Okay, also angenommen, der Stahlzug, der fährt hier über die rechte Spur raus. Hier kommt er nicht hoch. Muss er aber auch eigentlich gar nicht. Er kann hier einfach auf der rechten Spur fahren und dann ist er hier wieder drin. Das geht, Leute. Das geht. Ich habe etwas Angst. Gucken wir nach den Gleissignalen dafür mal. Also, aktuell kann der Zug durchaus hier rausfahren. Wir müssten das hier komplett chainen, glaube ich. Das muss zweiseitig befahrbar sein hier. Und das ist keine Option, dass man hier irgendwo drin stehen bleiben darf. Wenn irgendein Gleisbauzug hier rankommt. So, das muss immer alles frei bleiben, ne? So, dann fahren wir hier durch. Oh Gott, Leute, ich habe Angst. Das wird kein gutes Ende nehmen. Aber so ist das. So, du fährst dann hier durch, da lang. Bist dann hier auf der rechten Seite. Chain. Hier auch Chain. Chain. Hier können wir einen dran machen, ne? Brauchen wir auch nur ein Chain. Stau, okay, löst sich aber. Viel Stahl auf der Straße gerade, gefällt mir. Also. Uff. Mal kurz gucken, die Strecke existiert nicht hier. Deswegen können wir das auch nicht einbauen. Das ist verwirrend. Wenn ich hier reinklicke, sieht man nicht, dass die Strecke noch nicht gebaut ist. Okay, wir können nämlich nicht einbauen machen. Wir brauchen Chain. Dafür das auch. Und der hier. Ich habe so eine Angst. Also ich kann jetzt so einen Wegpunkt hier definieren.
wo der halten soll, glaube ich. Ich kann irgendwo auf die auf das gleiche Wegpunkt setzen und ihn damit zwingen, in die Richtung zu fahren. Oder ich sperre hier einfach die Strecke. Ich glaube, das mache ich als erstes mal. So, das kommt einer Sperrung gleich, wenn ich es richtig sehe. Weil ich... Machen wir es lieber so rum. So. Jetzt kann eigentlich von keiner Seite aus mir jemand reinfahren. Wenn ich ihm jetzt befehle, fahre doch mal eben zum Zollhaus. Er macht sich auf den Weg. So, und das gucken wir uns jetzt mal an. Jetzt bleibt aber beim ersten Chainsaw schon kleben. ich hoffe, dass jetzt nicht gerade jemand zum Gleisbau reingefahren ist, aber wenn das so ist, ja, natürlich ist hier gerade einer zum Gleisbau reingefahren. Genau, jetzt blockieren die sich gegenseitig, weil die natürlich beide an irgendwelchen Chainsignalen hängen. Wobei er... Wo will er denn hin? Er will einfach zum Eisenbahnbauamt wieder. Warum kann er das nicht tun? Achso, der hat gerade hier das Stück gebaut und darf jetzt hier nicht reinfahren, oder was? Nee, was hat er denn, wo baut er denn gerade? Er baut, oh, er baut hier. 1055, ist das das hier? Nein. Das hier ist das. Der kann auch nicht umdrehen, weil er gerade hier steht, okay. Ich warte mal kurz, bis der Kohlezug entladen hat. Ich glaube, das könnte das Problem schon lösen. Ja, wir brauchen die Kohle gerade nicht. Kann nicht sein. 73, 72, 71, boah, das zieht sich aber. Komm, ich brauche dich jetzt hier gerade nicht. Dreh mal um. Das könnte eventuell das Problem lösen, dass ich dann mit ihm hier durch kann. Naja, sehen wir es so, der Stahlzug muss nicht so oft fahren. Ne? Der fährt echt alle zwei, drei Folgen mal einmal. Dreh mal um. Jetzt solltest du meiner Meinung nach da reinfahren können. Und meiner Meinung nach machst du dann diesen kompletten gechainten Bereich frei. Warum ist jetzt hier rot? Achso, okay. Irgendwie so ein Last noch. So. Und jetzt. Jetzt müsstest du hier oben noch wieder Gas geben, oder? Ja, du fährst raus. Sehr gut. Warum hältst du da jetzt an? Warum hältst du da jetzt an? Du willst, du kannst doch hier durchfahren. Warum fährst du denn nicht einfach weiter? Das verstehe ich gerade nicht. Das ist doch eigentlich grün. Guck mal, hier lang ist ein grüner Pfeil. Okay, aber weil er sich wahrscheinlich schon angekündigt hat. Ach, Leute. Unschön, aber ehrlich gesagt ist das auch nicht ganz unwichtig, was der hier vorhat, ne? Was macht denn er? Ah, er macht sogar was fertig. Ah, guck mal, er macht hier dieses... Ah, ja, okay, er legt da jetzt echt drei Gleisbohlen. Die, finde ich, gestehen wir mal kurz zu. So. Und dann macht er sich schon wieder auf den Rückweg. Dann ist das hier nämlich auch mal fertig. Okay. Während er da so rausfährt. Ne, wohl. Komm, er ist ja jetzt gleich raus. Genau, er geht jetzt hier durch den Bahnhof raus. Letzte Chance, irgendwas zu kaufen, was ich noch nie gekauft habe. Und der Stahlzug setzt sich in Bewegung. Und er hält schon wieder irgendwo an. Ich merke, das ist keine gute Lösung, die ich jetzt hier plane. So, ich nehme an, das ist das gleiche Thema. Jetzt steht hier bestimmt der Nächste in den Startlöchern, der hier irgendwas bauen möchte, oder? Der jetzt hier aus der Ferne über irgendein Chainsignal fährt. Nee. Also so gerne ich das machen möchte hier, ich befürchte, das ist keine gute Lösung.
Hier ist alles grün. Wo ist er? Achso, da ist er doch. Okay. Okay, jetzt hat er hier rot. Und ich glaube, das ist so ein Killerrot. Ah ne, da kommt bloß der Kohlezug. Das ist okay. Ja, schau mal einer an. Und er kommt raus. Er kommt raus. Der Kohlezug darf jetzt erstmal fahren bis zum Tunnelausgang. Dann wird er wahrscheinlich wieder grün. Also, im Groben und Ganzen, im Grundsätzlichen funktioniert das so, aber ich mache das nicht. Ich glaube, ich muss die Geduld aufbringen, bis der Tunnel fertig ist und dann können wir das in Betrieb nehmen. Also wir müssen da jetzt echt eine andere Lösung finden. Warum war das ein Kollateral vom Kies? Genau, weil hier ging es mir um das Ranbringen vom Bruchstein. Ne. Also, Analyse funktioniert nicht. Müssen wir mal so hinnehmen. Was ich allerdings gerne machen möchte, ist den Lokschuppen hier demnächst mal ersetzen. Und da haben wir schon festgestellt, wir werden hier weder Platz haben für noch eine Zufahrt, noch ist das sinnvoll, das jetzt hier auf Gedeih und Verderb reinzuquetschen. Entsprechend werde ich jetzt hier woanders das Zugdepot platzieren. Und da habe ich mir überlegt, warum muss das denn auf Gedeih und Verderb unbedingt überhaupt hier in der Nähe stehen? Das können wir einfach ganz woanders hinbauen und haben auch kein Problem. Und zwar wird das irgendwo in Kolow entstehen. Dann habt ihr auch mal ein bahnbezogenes Gebäude bei sich. Das ist sicher auch nicht verkehrt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das zum Beispiel hier hinsetzen. Kommen wir da so raus. Oder hier so vor Kopf einfach mit dem. Ja, das war eigentlich ganz schick. Schau mal. Hier, diese lange Strecke. Ich habe hier nicht viel geplant. Hier ist noch ein Mini-Industriegebiet noch. Ich glaube, wir bauen hier den Lokschuppen hin. Und zwar Long Train Depot. Long finde ich cool irgendwie. Will ich haben. Es geht zwar auf beiden Seiten raus hier, aber ich glaube, dass wir das nicht auf beiden Seiten brauchen. Oder wir machen das so. So dran. Ja, das ist doch vielleicht nicht schlecht, oder? Hier etwas Raum lassen. Hier so auf der Höhe finde ich das ganz, ganz nett. So. Und dann machen wir kurz mal platt und bauen das. Ich glaube, ich hatte hier in der Nähe schon mal so ein ähnliches Projekt, aber das war eine. Das waren andere Zeiten. Das waren Zeiten, in denen es uns allen besser ging. Nein, in denen es allen noch nicht so gut ging, so muss man sagen. Und deswegen habe ich das damals nicht umgesetzt. So, jetzt können wir es aber umsetzen. Bauen wir uns mal hier hin. Straßenanschluss wird kein Problem sein. Stromanschluss ist wahrscheinlich ein Problem. Eigentlich müsste der da ankommen. Ne. Und zwar, warum nicht? Um 220. Ich glaube, der braucht nicht unbedingt Strom. Lassen wir das so. So, dann Gleise auf Beton bauen. Wir wollen. Es reicht voll und ganz hier einen Eingang zu haben. Ich mach mal den Turbo raus. Und zwar müssen wir in beide Richtungen können. Wir fahren hier rechts rein und links wieder raus. Machen wir zuerst links. Zu steil. Na geil. Das geht. Zu sehr bergab, zu scharfe Kurve. Ne. Okay, das ist wirklich so richtig, richtig Hanglage. Schade, Leute. Das wird nicht funktionieren, fürchte ich. Kommen wir denn überhaupt hier irgendwie raus mit einem Gleis? Ja, kommen wir. Ich gebe nicht auf.
Aber erst ganz klein stückeln, dann geht das nämlich. Dachte ich. Ich glaube, ich habe das hier eine relativ schlimme Steigung gestellt. Und plötzlich geht's. So, schaut mal. Das ist doch ganz gut. Und das gleiche bauen wir jetzt von hier aus, dass auf das gleiche Gleis geht. Ja, perfekt. Das sieht doch top aus. So wollen wir das haben, ne? Und dann bauen wir das gleiche auf die andere Seite. Einmal hier drauf. Und einmal hier drauf. Ja, könnte schöner sein, aber ist, glaube ich, zu vernachlässigen. Ist das schief? Wireframe. Wie wahnsinnig nutzlos der Wireframe ist, ne? Aber hier sind zwei Kästchen und da sind so 2,1 Kästchen. Das ist schief. Puh, jetzt überlege ich doch, ob ich das nicht doch nochmal... Irgendwie bin ich unzufrieden damit. Na ja, komm. Wir müssen auch mal... Auch wenn es weh tut aus ästhetischen Gesichtspunkten, müssen wir das jetzt hier nochmal ändern. So sind wir mit der unteren Kästchenlinie. Also 100% gerade wird es auch nicht. So, aber ich glaube, ich baue es jetzt ein Stück weiter nach links. Da glaube ich, das Steigungsproblem hier etwas abgeschwächt. So, und dann setze ich das hier ab. Und jetzt versuchen wir das nochmal. Jetzt haben wir es gerade zurecht gefummelt, aber... So, und jetzt hier so kurz wie möglich. Das ist viel, viel schöner als vorhin, glaube ich. Ja. So ist okay. Und jetzt bitte hier auch nochmal das Gleiche. Zu großer Aufstieg, zu steil. Ja, jetzt habe ich... Das Problem verschoben, ne? Ja, ich habe hier halt so platt gedrückt einmal. Hier sieht man es ganz gut, ne? Ich habe hier so ein Plateau gebaut. Und hier kommen wir jetzt nicht hoch. Kriegen wir denn hier vielleicht ein bisschen... So weit noch hin. So eine Art Rampe, so eine kleine. Und so richtig gerade ist das auch noch nicht. Also so... Im Prinzip habe ich jetzt die unschöne Seite halt auf die andere Seite gelegt. Aber... Ich finde es etwas besser als vorher. Es ist nicht geil, aber es ist besser. So. Okay. Das kann so gebaut werden. Falls das so gebaut werden kann, also falls wir... Ja, ich fürchte, dass auf der Seite wird nicht funktionieren, weil wir keine Wendeschleife haben. Und auf der Seite können wir hier rechts bauen, 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 wieder zurück. Das geht. Hier links kommen wir aktuell nicht drauf. Haben aber hier noch ein Kreuz, womit wir da arbeiten können. Das geht also eigentlich auch. Aber hier kommen wir wieder nicht dran. Okay, und dann bauen wir eine Straße dahin. Ich glaube, da muss keine Asphaltstraße hin. Wir bauen erstmal hier... Ich baue hier erstmal wirklich nur Lehm. Das ist ein Löschweg. Wo will ich denn überhaupt dran? Ich will eigentlich so hier in die Straße irgendwo rein. So. Alles klar. So, das darf von mir jetzt gebaut werden. Dann kann ich das andere irgendwann abreißen da hinten. Können wir hier die Züge herholen. Und, boah, hier ist wirklich gar nichts aktuell. Ja, dann machen wir das. Hatten wir schon mal, ich weiß. Gleissignale. Letzte Chance. Oh, den haben wir oft gekauft, oder?
Der T-148. Ich glaube, den haben wir sogar im Einsatz. Ich meine, das ist unser Korntransporter. Also hier können wir doch beidseitig fahren. Und hier können wir noch wechseln, um auf die andere Spur rauszukommen und wieder zurück. Also das sollte eigentlich problemlos funktionieren. Können wir hier das Eisenbahnbaum rufen? Nein, können wir nicht. Ist auch niemand beauftragt. Dann machen wir das mal eben von Hand. Weil das würde ich dann ganz gerne machen auch. Wie sieht es hier mit den ganzen Gleisbauprojekten aus im Moment? Hier sind wir an der Brücke angekommen tatsächlich und bauen die aber noch nicht. Ne? Okay. Entsprechend kann das andere Stück hier halt auch noch nicht gebaut werden. Ansonsten sieht es hier oben aber gar nicht so übel aus. Das ist okay. Und hier wird nicht viel passieren. Wobei der Stahlzug ist nicht da. Das macht mich nervös. Was haben wir denn hier alles? Ich habe die ganzen Gleissignale hier ruiniert, ne? Uff, uff. Also, du willst hier irgendwo hin. Und zwar willst du 1062. Welche ist das? Das ist die hier. Das heißt, du willst in die Wände schleifen und die dann von der anderen Seite ausbauen. Da habe ich enormen Respekt vor. Ja, das wäre total spitzenmäßig, wenn das hier gebaut werden könnte. Allerdings, naja, ohne das Stück ist das auch unerheblich, ob das gebaut wird, ne? Im Prinzip kann ich das aussetzen hier erstmal. Das ist das hier, die 1062 hier. Was ist denn hier wichtig? Das ist wichtig. Das muss gebaut werden da oben. Und das hier, das kriegen wir alles ruckzuck gebaut, wenn der Tunnel fertig ist. Das ist dann echt schnell gemacht. Deswegen, ich setze hier alles aus. Hier sollen keine Gleisbauten gemacht werden im Moment. Ne? Dann staut sich hier auch nichts. Dann muss hier wirklich nur der Stahlzug durch. Aber der muss hier halt auch durch. Und wo ist der Stahlzug? Das ist eine... Hat er ein Fragezeichen irgendwo? Ne, sehen wir nicht. Da fährt... Ist er das? Moment. Das ist der Stahlzug. Jawohl. Und der Stahlzug, der ist... So ein bedeutsames Ding in unserem Reich. Oh, schau mal. Der Stahlzug kommt leer zurück. Wir haben 75 Tonnen nur noch auf Halde. Und uns geht die Kohle schon wieder aus. Also, aber was ich echt gerade sagen wollte, der Stahlzug ist bei uns im Reich so ein wichtiges Instrument, dass wir dem auch mal einen Namen geben, finde ich. Ne? Da, wie der rasende Roland und so weiter. Und zwar ist das jetzt hier in Anlehnung auf den Number One Watcher hier, würde ich sagen, ist das die stählerne Krabbe. So. Ehre, wem Ehre gebührt. Die stählerne Krabbe fährt jetzt hier in den Bahnhof ein und ist das Herz unserer Wirtschaft. Ja. Ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Im Moment... Ja, es läuft ja eigentlich, ne? Also wir müssen es so sehen, ich beschäftige mich jetzt hier mit ein paar zähen Angelegenheiten, aber im Hintergrund werden ja auch Sachen fertig gebaut. Schaut mal, die Kneipe ist zum Beispiel jetzt fertig hier zum Roten Stern. Der Rote Stern zur Kneipe ist auch fertig. Das heißt, wir können hier die Parkanlage beim nächsten Mal bauen. Was wir jetzt als nächstes machen, ist mal das Einkaufszentrum wieder angehen. Das kann fortgesetzt werden. Und danach, obwohl eigentlich finde ich die Wohnhäuser wichtiger als das Einkaufszentrum, wenn ich darüber nachdenke. Ich würde sagen, wir bauen erstmal hier das halbfertige Wohnhaus fertig. Wunderbar. Okay, also sind noch zwei, drei Projekte übrig, würde ich sagen. Wir sprechen uns einfach morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.